Heute werden wir uns mal ganz kurz eine sehr, sehr nice Neuigkeit anschauen. Gerne Video davor liken und gerne Kanal abonnieren. Viele von euch fragen sich immer, ey, wann kommt denn endlich Spider-Man in den Itemshop? Wann kommt das ganze neue Zeug raus? Ich habe jetzt das Datum für euch. Sehr, sehr nice. Übrigens, falls ihr diese ganzen Gratis-Items nicht habt, das ist komplett gratis und es ist auch wichtig. Ich sage euch gleich, warum es so wichtig ist, dass ihr das abstaubt. Denn wenn ihr das habt, dieses Item, das Emote zumindest, und die Spider-Man-Gratis-Spitzhacke, also ganz genau, das müsste so ein Hammer sein. Wo ist denn der passende Hammer dazu? Warum sehe ich jetzt hier? Ah, hier. Den kann man auch gratis bekommen. Wenn ihr die zwei Dinge gratis habt, bekommt ihr das Spider-Man-Bundle viel, viel günstiger dann im Itemshop, wenn es draußen ist. Gerne auch mein CC dann benutzen. Einfach hier FERJUSYT eingeben. Kuss geht raus für euren Support. So sieht dann nämlich das Bundle aus, wenn es im Itemshop ist. Und was sehen wir dort? Einmal das Emote ist dabei und die Spitzhacken. Da noch eine weitere Spitzhacke, Spider-Man 2090, Spider-Man Miles Morales und da der Bildschirm ist irrelevant, weil der kostet ja eh nichts. Und wenn ihr die zwei Sachen habt, die gratis gerade freischaltbar sind, dann bekommt ihr das komplette Bundle natürlich günstiger. Deswegen schaut euch am besten mein YouTube-Video dazu an. Einfach hier jetzt 5 gratis Spider-Man-Items freischaltbar. Einfach das Video anklicken, geht auf meinen Kanal, geht auf Videos und ganz genau hier oben. Das Video müsst ihr euch anschauen. Schaut es euch am besten von Anfang bis Ende an, damit ihr auch versteht, was ihr zu tun habt. Wenn ihr das dann getan habt, gratis freigeschaltet, bekommt ihr das Bundle günstiger. Das Bundle soll am 22. Mai in den Shop kommen. Also von mir aus jetzt gesehen, in 2 Tagen. Kommt drauf an, wann ihr das Video schaut. In einer Woche, in 10 Jahren, dann ist es natürlich schon wieder vorbei. Aber ja, so sieht es dann auch aus, wenn er im Shop ist. Und ich muss sagen, das Design ballert schon. Ballert sehr. Also Miles Morales ist für mich der beste, den es hier gibt. Also den hier. Den hier, muss ich sagen, fühle ich absolut nicht. Spitzhacken fühle ich nicht. Also die hier fühle ich absolut nicht. Die gratis Spitzhacke, die fühle ich auf jeden Fall. Emote fühle ich auch sehr. Und ansonsten, macht es. Holt euch die gratis Items. Dann bekommt ihr das Bundle definitiv günstiger. Ist auch so eine coole Sache, würde ich sagen. Ansonsten, wie wir bereits erwähnt, gerne mein CC benutzen. Kuss geht an der Stelle raus.